Hey Leute, herzlich willkommen. Heute wollen wir uns mal angucken, wie man so einen Computerzaun zusammenbasteln kann, der oft im Hightech oder Darkside benutzt wird. Das Ganze hört sich so an. Ja, starten wir gleich voll rein. Das Ganze ist wieder super einfach. Man muss halt nur wissen, wie es geht. Und für das Ganze, ja, Operator, was sonst? Die Grundidee an sich ist eigentlich dieser LFO hier. Der Rest, die ganzen anderen Parameter hier sind an sich für sich genommen egal. Und zwar zeige ich euch das Ganze mal ohne LFO. Haben wir sowas? Moment, das einmal aus. So, haben wir hier so ein bisschen erbärmliches Piepsen. Und mit dem LFO hört sich das Ganze so an. Okay, warum funktioniert das Ganze jetzt? Total einfach. Dieser Sample and Hold Wert ist im Prinzip einfach nur eine Random Variable, die dann unseren LFO halt ja mit Random Werten versieht. Und das wird dann auf unser Signal angewendet. Also wir können hier den LFO, wenn wir den selektiert haben, so, dann sehen wir, welche Oszillatoren oder was da halt genau angesteuert wird. Und hier sind das halt unsere vier Oszillatoren hier. Und da wird jetzt dieser Random-Wert quasi drauf angewandt. Und dann hört sich das Ganze so an. Und damit das ein bisschen abwechslungsreicher wird, habe ich dann hier noch zwei LFOs drauf gemacht. Und dann das Ganze noch ein bisschen Delay versehen.